Herzlich willkommen, hallo, zu einer neuen Ausgabe des La Rage Podcasts. Wir sind hier mit Hendrik Pfeiffer endlich verabredet. Er ist wieder gut aus Japan gelandet und wohlauf und munter jetzt wieder in den besseren Gefilden, wo die Temperaturen wieder angenehmer sind und nicht so strapazierend für Läufer. Aber wie es gewesen ist in Japan, da wird er uns selbst mitnehmen und ich sage erstmal herzlich willkommen, Hendrik, grüß dich. Hallo zusammen, ja, ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Zwar noch im Kölner Regen, aber generell ist das auf jeden Fall wesentlich angenehmer zum Laufen als bei 30 oder noch mehr Grad. Das glaube ich dir, aber da kommen wir gleich dazu. An meiner Seite wie immer Markus Herkert, grüß dich auch. Servus, Grüße nach Köln. Und wie immer werden wir unterstützt von Regulat Pro. Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Arthro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Wehwehchen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Shownotes. Aber gut, jetzt Einleitung beiseite, Hendrik. Wie freust du dich jetzt auch mal wieder Regen zu spüren? Ist das jetzt eine Genugtuung mal wieder? Och nö, ich bin eigentlich schon jemand, der die Sonne mag, außer jetzt nicht unbedingt im Wettkampf. Also auch im Training mag ich das schon, wenn es schön warm ist, wenn man auch irgendwie ohne T-Shirt rennen kann und so. Das macht ja auch Spaß. Aber natürlich ist es im Wettkampf, gerade beim Marathon, dann schon ein Problem. Also wenn es dann wie ich Richtung 30 Grad oder dann auch drüber geht, dann hört wirklich der Spaß auf und dann geht es wirklich darum, dass man da ja möglichst gut kühlt, möglichst viel trinkt, um da auch dann wirklich gefährliche Situationen zu vermeiden. Wir haben ja jetzt auch in Tokio gesehen, wie viele Leute dann tatsächlich rausgeflogen sind, oder wir haben es auch schon in Doha bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass damit dann auch nicht zu spaßen ist. Ne? Deswegen habe ich dementsprechend auch jetzt im Vorfeld das sehr ernst genommen, mich darauf vorbereitet und dann eine ganz gute Kühlstrategie auch gehabt. Ja, kommen wir gleich noch dazu, was den Marathon betrifft. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen davor die Woche noch mal beleuchten. Was ich mir hier aufgeschrieben habe als erstes, wie restriktiv war das IOC und was musstest du alles unterschreiben, was du dann während der Spiele nicht tun darfst? Also da gibt es ja immer so die verrücktesten Geschichten, was Postings betrifft und so weiter. Wie war das? Das habe ich jetzt gar nicht groß recherchieren können, deswegen da die Frage an dich. Ja, es war schon ein sehr großer bürokratischer Aufwand, der es zum größten Teil natürlich mit Corona zu tun hatte. Man musste da schon irgendwie 2 Wochen vorher anfangen, Fieber zu dokumentieren, also die Temperatur jeden Tag zu messen. Es waren Berge von Papier, die wir ausfüllen mussten. Das war wirklich sehr, sehr viel. Und diese Richtlinien, die gab es ja auch 2016 natürlich schon mit den Regeln, was man posten darf, was nicht. Im Moment ist es ja ein bisschen athletenfreundlicher geworden. Das bedeutet, dass man jetzt auch während der Olympischen Spiele durchaus Werbung machen durfte für Partner, wo man aber sehr aufpassen musste, sobald es dann irgendwie kommerziell werblich wird, muss man dann aufpassen mit dem Olympiabezug. Das war auch ein Riesenregelwerk, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht komplett im Detail studiert habe. Ich wusste ungefähr, was man darf, was nicht. Und es ist nicht mehr ganz so streng gewesen wie früher, wo man da wirklich gar nicht mehr werben durfte. Da haben sich die Athleten, auch der Athleten Deutschland, der Verband, Verein, der gegründet wurde, der hat sich da ja auch sehr eingesetzt für. Und da gab es zumindest jetzt für Athleten ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt neu. Also neu ist dieses Jahr natürlich dann Corona gewesen. Und da war schon sehr viel mit irgendwelchen bürokratischen Auflagen und Regeln. Und das war schon sehr anstrengend. Nötig ist es natürlich irgendwie schon unter den aktuellen Gegebenheiten, deswegen musste man sich damit befassen. Aber ja, wir haben uns da wirklich durch Papierberge gearbeitet. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Ja. Was sagst du, wie viel Zeit war das so ungefähr, nur um da mal so ein Gefühl zu bekommen? Weil das muss dann auch immer neben dem Training irgendwie noch stattfinden. Und interessiert mich einfach nur mal. Ja, also weiß nicht, vom Zeitaufwand ist jetzt schwer zu sagen, es war halt einfach die Menge und alles, das man im Blick behalten musste. Man durfte nichts vergessen, man musste organisieren, dass dann eben alles auch rechtzeitig da ist. Wir waren ja schon lange vorher in Kenia, also seit Mitte Juni.
Das heißt, viele Sachen, die wurden dann zu Hause per Post zugestellt und die mussten dann aber auch wirklich da sein, ne, wenn es drauf ankommt. Ja. Und ja, ja, unglaublich viel unterschreiben und ja, irgendwelche Letter auf Consent, Letter auf dies, Letter auf das, so dass man da irgendwie rein darf ins Land. Und dementsprechend hat es ja auch ewig gedauert dann da am Flughafen, bis man dann da wirklich durch alle Kontrollinstanzen durch war. Ja, das gehört halt einfach dieses Jahr dann leider dazu. Muss halt sein. Die Frage ist, ob es jetzt wirklich dann in dieser Menge nötig war, wo dann das gleiche Papier irgendwie 10-mal von immer von irgendjemand anderem wieder kontrolliert wurde. Aber okay, ne, können wir jetzt mit leben, ist jetzt kein großes Problem. Aber war gerade, wenn man, darf ich hoffentlich sagen, gerade wenn man auch mit Ammann unterwegs ist, ne, meinem Kollegen, dann arbeitet man gerne auch mal doppelt. Ne? Dann liest man sich die Sachen auch nochmal doppelt durch und füllt das für zwei aus. Also war einfach ein bisschen anstrengend, aber war jetzt auch dann jetzt nicht das große Problem. So, da haben sich die Leute schon gut gekümmert. Ja. Wir hatten da ja auch dann mit Silvia Schwinn vom Verband jemanden dabei, der das alles ganz gut im Blick hatte. Und ja, dann wurde man da auch ein bisschen durchgeführt durch die ganzen Sachen. Man brauchte zwei Apps, so, allein schon, um da irgendwie durch den Flughafen zu kommen, ne? Also irgendeine Kontaktverfolgungs-App. Dann nochmal eine andere App, wo man ständig den Gesundheitszustand zeigen muss. Man brauchte zwei PCR-Tests in Deutschland schon, die aber auch dann nur in ganz bestimmten Laboren möglich waren und auch nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten, vier Tage und drei Tage, also 96 und 72 Stunden vor Abflug, am Flughafen dann nochmal einen Test und dann auch vor Ort. Jeden einzelnen Tag hat der Tag dann damit begonnen, dass man da so ein Röhrchen mit Spucke voll machen musste. Spucktest, Corona-Spucktest. Ja, das waren jetzt Begleiterscheinungen, die jetzt wegen mir nicht unbedingt hätten sein müssen, aber die einfach jetzt der Situation geschuldet waren und dann ja auch ihre Berechtigung hatten. Klar. Aber ja, das gehört jetzt einfach dieses Jahr dann dazu. Ja. Aber so die Reise insgesamt ist ohne Komplikationen verlaufen, also bist nirgends dann stecken geblieben an irgendeiner Kontrolle oder irgendwas hat nicht funktioniert? Nein, es hat funktioniert, aber man musste auch wirklich seine Papiere beisammen haben. Das war schon wichtig. Und man musste auch Glück haben, dass dann nicht jetzt einer um einen herum, sowas hätte ja auch schon gereicht. Ne? Wenn dann im Flugzeug irgendeiner um einen herum schon einen positiven Test hätte, dann wäre man selber auch da wieder in Schwierigkeiten gekommen. Ich weiß das von einer Geherin, die bei uns auch war. Er saß da im Flugzeug und irgendwo in der gleichen Reihe, aber auf der anderen Seite des Flugzeugs war wo jemand positiv und die hatte Riesenprobleme da die ganze Zeit gehabt, musste irgendwie isoliert werden und so. Ne? Also man hatte schon immer Angst, dass jetzt irgendwie einer von diesen blöden Tests entweder bei einem selbst oder bei einem von drumherum positiv war, dass man da ja dann da in dieses Quarantäne-Department kommt, wo keiner hin will, weil das offenbar auch nicht besonders angenehm war. Also ja, das hat irgendwie, war das Thema natürlich dann dauerpräsent. Ne? Den konnte man sich da auch nicht entziehen. Ja. Hast du das mitbekommen mit Simon Geschke? Ich habe das nur aus den Medien mitbekommen, aber ja, die Erzählungen, die waren schon, die hätten jetzt nicht sein müssen. Ne? Auch, dass da sogar dann die Tür bewacht wird von jemandem, das kennt man jetzt nicht. Wenn man jetzt nicht ein Straftäter ist, kennt man das vielleicht nicht. So, Essen ne? Also, so durchgeschoben. Ja, also wollte ich schon sagen, insgesamt, es war wahrscheinlich irgendwie nötig. Es war auch nötig dann wahrscheinlich, dass die Maßnahmen sehr scharf waren, weil es ja nicht nur darum ging, uns zu schützen, sondern vor allem auch irgendwie einen Konsens da in der Bevölkerung hinzukriegen, dass die da halbwegs hinterstehen. Also es war ja schon ein großer Widerstand und wahrscheinlich war das dann das, was nötig war, um irgendwie die Bevölkerung zu beschwichtigen. Und deswegen, dementsprechend wirkten dann für uns die Maßnahmen vielleicht teilweise ein bisschen drakonisch. So, ne? Also ich weiß ja jetzt auch, ne? Also die Flexibilität war jetzt nicht besonders groß, gerade in dem Pre-Camp, ne, wo wir dann, wo ich jetzt 5 Tage lang war, da in Shibetsu, die Leute waren alle super nett, aber die wirkten dann schon sehr, sehr fest, so was die Auslegung dieser Maßnahmen angeht. Da hat denen wahrscheinlich irgendeiner gesagt, die Leute müssen permanent beobachtet werden, die Leute dürfen sich jetzt nicht frei bewegen und dann war aber auch null Spielraum, so, ne, also wir durften dann 2-mal raus aus dem Hotel am Tag zum Training. Das musste aber auch vorher alles abgesprochen sein. Da kamen extra Leute von der Stadt an, die einen dann da beobachtet haben. Und wenn du getrainiert hast, warst du halt in so einer Eskorte. Vor mir fuhr dann halt ein Elektroauto, hinter mir fuhr ein Elektroauto und neben mir ein Fahrrad, damit ich euch ja nicht ausbrechen kann. Also ich habe mich da wirklich teilweise schon gefühlt, als wäre ich da jetzt irgendwie so ein Straftäter, der da irgendwie von einer Flucht gehindert, der jetzt mal Freigang hat. Also wir haben es auch wirklich unter uns dann, wie ich so scherzhaft auch mal so genannt, jetzt haben wir gerade Freigang, aber ja, sobald man auch nur irgendwie den Fuß auf die andere Seite eine Absperrung gesetzt hat, wurden die Leute auch schon unruhig. So, ne? Und da war wirklich null Bewegungsfreiraum und ja, das war offenbar nötig, aber ja, es wirkte dann jetzt auf mich, der auch gerade dann vielleicht davor noch in Kenia war, wo es dann alles noch vielleicht ein bisschen lockerer ist,
ja, wirkte das dann schon ein bisschen befremdlich. So, ne? Also die Leute haben sich alle Mühe gegeben, das Hotel war super, die waren nett, aber die wirkten alle immer so, als wären die so gefangen in diesen ganzen Regeln und so ein bisschen Fingerspitzengefühl, so, ne? Was so ein gesunder Menschenverstand, der hätte dann in mancher Situation aus meiner Sicht geholfen, aber ja, da halt einfach da auch die Leute einfach ein bisschen anders ticken und eine Regel da eine Regel ist, war es dann eben so und dann ist es ja okay. Also ja. Man ist ja auch bei Olympia, um irgendwie andere Kulturen kennenzulernen und die Japaner, die spaßen mit Corona auf jeden Fall nicht, das kann ich sagen. und wie war das eigentlich? Hattet ihr denn so Trainingsslots definitiv bekommen, wo ihr dann immer nur eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, dann raus durftet? Wir mussten das immer absprechen, halt am Tag vorher mit dem, da war einer, der konnte auch Deutsch, der war dann so für uns so ein Dolmetscher auch. Und dann sind extra die, also mussten wir das so festlegen und dann sind, damit auch die Leute von der Stadt dann dementsprechend anreisen können. Ja, da war das wirklich immer wie so ein Freigang. So, anders kann man es ja nicht beschreiben. So. Ich weiß auch, mein Coach, so, wir haben das am Ende auch ein bisschen mit Galgenhumor genommen. Er sagt so, jetzt haben wir uns dann auf den Parkplatz mal vorgewagt, wo wir sein durften auch, so ein bisschen an den Rande des Parkplatz. Und da haben wir immer geguckt, jetzt, ob die Olympiastaatssicherheit da wieder ist und uns im Blick hat. So. Und dann haben wir ein bisschen gescherzt. Also ja, es fühlte sich da schon ein bisschen komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wurde dann besser in der Hinsicht, also als wir dann nach Sapporo durften, wo dann auch der Wettkampf ja stattgefunden hat. Wir waren ja nicht im Olympischen Dorf, weil wir da als Marathon und Geher ausgelagert wurden auf den Norden, wo es dann vermeintlich kühler sein sollte, was leider nicht eingetroffen ist, aber die Hoffnung bestand vorher zumindest. Und dann waren wir 2 Tage vor dem Wettkampf in Sapporo, in einem Hotel, wo da auch die anderen Nationen waren. Habe ich als ein bisschen angenehmer empfunden, weil man da einfach immer beim Frühstück hat man dann halt einen Kipchoge da gesehen und so. Das macht ja auch dann Spaß und dafür ist man ja auch da. Aber trotzdem, ne, also man hat sich da nicht gemischt und so, man war immer separiert von allen und ja, das war dann so ein bisschen das Traurige daran, ne, an diesen Spielen. Jetzt wollte ich ja gerade fragen, was Kipchoge frühstückt. Hast du das dann gesehen oder nicht? Ja, der Spielraum war ja da begrenzt. Da waren wir auf ja so helles Brot und sowas, war man da schon beschränkt. Also es gab auch Nudeln und alles Mögliche, auch Salat, aber gerade als Marathonläufer sollte man da ja dann eher auf die einfachen Kohlenhydrate setzen, so, und so hat er es auch gemacht. Also das, was ich da gesehen habe, ich wollte jetzt auch nicht auf den Teller zu sehr schielen, so, das wäre auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Also es kamen viele, gerade aus Südamerika, die auch permanent dann Fotos von ihm wollten und so, und ja, weiß nicht, also es wäre mir jetzt unangenehm gewesen, ich denke mal, ne, also er hat ja auch seinen Wettkampf vor der Brust und ich finde, das gehört sich da einfach nicht, dass man dann da die Leute so ein bisschen bedrängt, aber es war schon interessant zu sehen oder auch dann beim Training, wenn dann Galen Rupp da auch läuft parallel, so, das ist für mich dann schon interessant. Das sind so Leute, die mir geht nicht jetzt auch nicht allen Tagen, die kenne ich eher aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Und dann ist es auch spannend gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da seit Jahren da in dem Zirkus ganz oben mitmische, sondern das war für mich jetzt auch was Besonderes, dabei zu sein. In dem Pre-Camp hat ja die Debbie gemeint, sie gibt bei dem Trainingsplan an, jeden Tag 3 oder 4 Stunden regenerativer Spaziergang. Hast du das gesehen? Hat es dann funktioniert, dass sie dann jeden Tag draußen rumspazieren konnte? Oder konnte man die nicht so austricksen, die Olympiasicherheit? Ja, doch, wir haben immer schon 2-mal am Tag eingetragen, unseren Timeslot. Also auch wenn ich dann gar nicht trainiert habe, einfach um da ein bisschen spazieren zu gehen, rauszukommen. Weil es ist schon zäh, wenn man da wirklich dann nur in diesem Hotelzimmer gefangen ist. Wir durften uns ja im Hotel auch nur auf 3 Etagen bewegen. Wir durften nicht die normale Treppe nutzen, weil das für die, da waren ein paar japanische Athleten auch noch, das war für die reserviert, die durften wiederum nicht den Aufzug nutzen, damit man sich ja nicht begegnet. Es war wie immer, wir wurden komplett abgeschottet von der einheimischen Bevölkerung auf der Hinreise. Wir wurden zuerst in den Flieger gelassen, wir wurden zuletzt rausgelassen, dass wir niemandem begegnen. Es wurden von der Regierung offenbar alle Plätze um uns herum mitgebucht, die waren leer, damit die leer geblieben sind, aber damit dann irgendwie 1-2 Sitzreihen frei waren zwischen uns und den normalen Menschen, die gereist sind. Also ich weiß nicht, so dafür, dass die Impfquote bei den Olympiasiegen ja Richtung 90% oder so ging, so, ne, hätten wir eigentlich mehr Angst vor denen haben müssen als die vor uns. So, ne, aber ja, das war immer so ein bisschen die Schattenseite. Es war teilweise dann nicht immer alles ganz nachvollziehbar, aber man sollte sich da jetzt nicht so sehr aufregen drüber. So, das gehört halt jetzt in dem Fall einfach dazu. Und ich war auch so fokussiert dann schon auf den Wettkampf und war auch genug damit beschäftigt, mich da irgendwie halbwegs an die Hitze anzupassen und halt auch den Jetlag irgendwie in den Griff zu kriegen. So, das war halt so, ne? Also das Drumherum ist dieses Jahr flach gefallen, aber
ich bin ja auch bei Olympia jetzt nicht da, um irgendwie nette Bekanntschaften zu machen. So, das wäre schön gewesen, wenn es möglich gewesen wäre, aber ich bin da, um den Wettkampf zu laufen und um mich da zu präsentieren und für Deutschland da gut zu starten. Und das ist uns ja zu 100% geblieben. Ne? Und das ist ja immer dann der Trost auch dieses Jahr gewesen. Der olympische Wettkampf ist unverändert geblieben. Natürlich unter schwierigen Bedingungen mit dem Klima, aber ist ja egal, das war ja für alle so. Und dementsprechend bin ich immer noch so, dass ich sage, boah, weil das war schon geil, da jetzt gewesen zu sein, das gehabt zu haben. Da habe ich schon mein Leben jetzt auch für irgendwie, zumindest die letzten 10, 15 Jahre, nicht geopfert für, aber das dem gewidmet. Und deswegen war schon ein tolles Gefühl, da jetzt auch dann das gemacht zu haben und dann nach Hause zu kommen und jetzt dann eben sagen zu können, ich war da, ich bin hingekommen und habe mir jetzt irgendwie erarbeitet. Das ist dann immer noch geblieben. Aber wie gesagt, wenn ihr habt mich jetzt gefragt, wie ich zu diesem ganzen Drumherum gestanden habe, und das war schon ein bisschen befremdlich und irgendwie auch ein bisschen surreal. Ne? Also die Japaner haben da schon ein sehr angespanntes Verhältnis jetzt zu dieser Krankheit. Ja, aber untereinander konntet ihr euch schon sehen, jetzt nochmal so als letzte Frage dazu. Also dass ihr auch mal so gemeinsam auf dem Hotelzimmer gewesen seid, habt ihr irgendwas noch angeguckt oder irgendwie so, ja? Also irgendwie musste ich auch so die Zeit theoretisch schon, ja. Praktisch nicht. Also auch die Geher und so, und also auch innerhalb des Teams haben wir uns schon auch so verhalten, dass wir möglichst wenig uns begegnen, weil es reicht ja, wenn einer von uns, also meine Blase bestand ja, sag ich mal, so aus Tono, meinem Coach, dann unserem Physio, Amanal, und dann am Ende auch, als Richard dann dazu kam, auch Richard. Wir haben uns dann schon immer so untereinander bewegt, aber es hätte dann gereicht, dass einer von uns einen positiven Test hat, dass wir alle direkt dran gewesen wären mit Quarantäne und Theater. Ja. Und da wir uns dann innerhalb des Teams ein bisschen separiert haben, wären dann nicht auch noch die Geher dran gewesen direkt. So, ne? Das muss man, also es war schon immer so, dass man das alles immer im Hinterkopf hatte, und ja, es war irgendwie alles sehr hölzern. So, ne? Also irgendwie schwebte dieses Corona-Thema über allem, und hoffentlich passiert nichts, hoffentlich ist kein Test positiv. Und ja, jeder Tag hat einfach damit begonnen, dass man da zu diesem Test musste, da ein Röhrchen vollspucken musste. So, weiß nicht, ne? Das ist jetzt nicht das, was man sagt, boah, ist das ein geiles Olympia. Naja. Und ja, da hat mir immer der Gedanke geholfen, der geilste Wettkampf meines Lebens steht jetzt erstmal an, und daran wird sich auch nichts ändern. Und das Drumherum müssen wir jetzt halt irgendwie ertragen und hinnehmen, das gehört dazu. Aber ja, das Schöne kommt dann hoffentlich 24, ne? Wo dann in Paris hoffentlich alles so ist, wie es dann auch olympisch würdig ist. Und sag mal, hattet ihr oder du irgendwie so einen Erwartungsdruck oder auch so einen Erfolgsdruck, irgendwie so ein Gefühl dann gehabt? Hat sich das so ein bisschen aufgebaut? Weil es ist ja schon ein Riesenrennen, ne? Ewig lange hintrainiert und dann schaut die ganze Welt zu. Hat das was mit dir gemacht dann, die Tage da? Ja, also natürlich, also ich wollte mich da jetzt nicht blamieren oder schlecht präsentieren. Ich habe da so viel Energie reingesteckt. Ich war 4 Monate dieses Jahr in Kenia, so habe 1.000 Euro da investiert und Zeit und alles. Ne? Meine Freundin, die hat auch gelitten, so dass ich halt ewig weg war. Ja. Und dann fahre ich jetzt nicht dahin, um da irgendwie als Tourist zu sein. Und aber andererseits war ich 75. der Meldeliste, ne? Von 110 oder 105 oder so viel, wie viele auch immer waren. So, ne? Deswegen wäre es jetzt unrealistisch zu sagen, ich laufe hier in die Top 8. So, und dementsprechend wollte ich mich halt möglichst gut verkaufen, möglichst viel von den Leuten schlagen. Und das ist ja dann eigentlich auch gut gelungen. So, ich bin 50. geworden, das habe ich ja 25 Plätze gut gemacht. Bin auch durch die Hitze durchgekommen, also obwohl mir Hitze jetzt nicht besonders gut liegt. Ich bin schon eher jemand, der bei so 10 Grad besser performt, und das bin ich auch stolz, dass das so gelungen ist. Im Ziel war ich auch glücklich dementsprechend. Aber ja, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht gewesen, nur um da hinzufahren und da irgendwie so ein bisschen mitzujoggen und dann zu sagen, ich war da, sondern ich wollte natürlich auch schon da abliefern, was geht. Ja, klar sieht die Zeit am Ende nicht schön aus, ne? Wenn es halt einfach da Richtung 30 Grad geht. Dann hat das halt nichts mehr mit einer Bestzeit zu tun. Das ist ganz normal. Ich glaube, so im Feld war jeder oder fast jeder war ja, zwischen 7 und 15 Minuten war so der normale Abstand zur PB. Also manche sind besser klargekommen. So Kipchoge war 7 Minuten drüber, ich war 10 Minuten über meiner Bestzeit. Andere waren 1/4 Stunde drüber. Es gab dann auch ein paar Ausnahmen, die dann wirklich nur 3, 4 Minuten drüber waren. Die sind auch dementsprechend weit vorne gelandet im Feld. Also ich spiele da jetzt an, zum Beispiel auf den Navarro aus Frankreich, der, glaube ich, 209 stehen hat und 212 da rennt. Das ist schon krass. Also, nee, ich habe es hier sogar, weil das hat mich nämlich auch interessiert. Navarro 210.01 hat er als Bestzeit, also habe ich rausgefunden. Und dann die 212.50. Und das ist auch, ich habe da mal zwischen PB und der Zeit dann in Tokio mal den prozentualen Wert genommen. Und das war mit Abstand halt der, also
der Läufer, also was jetzt von den Top-Läufern, der ist am Ende 12. geworden, von 2,1%, was ja nur mehr gelaufen ist, ja, in Tokio trotz der Hitze und so weiter. Das ist halt also der krass. Ist, ja, der ist 2020 ist er 2,09 in Valencia gelaufen. Ah, okay, gut. Aber es sind trotzdem 3 Minuten, ne? Also das ist stark, aber dementsprechend bist du dann halt auch plötzlich 12., obwohl du halt auch mit seiner 2,09, was wird er da gewesen, ein 50. der Medal-Liste vielleicht. Ja. Also das geht, ne? Also das würde mich auch, also vielleicht kriege ich auch Kontakt mal zu ihm. Würde mich interessieren, wie er es gemacht hat, so dass er da so eine Hitze, vielleicht ist er auch einfach so, dass er mit Hitze gut klarkommt, aber manche kamen besser klar, manche schlechter und ich glaube, ich habe da meinen Weg gefunden und das war dann, war gut, aber natürlich will ich halt dann beim nächsten Mal auch mehr, so, ne? Also jetzt bin ich 50. auf der Welt gewesen, das ist schon geil, aber ja, also auch was meine Bestzeit angeht, bin ich glaube ich wieder bereit, auch für den nächsten Schritt von der 2,10 jetzt Richtung 2,9 oder auch 2,8 zu gehen. Und dann, ja, dann ist man auch nochmal ganz anders da mit einer breiteren Brust am Start. Ne? Ja. Lass uns doch also muss halt überlegen, von den 105 Leuten im Feld hat ja jeder schon die 2:11:30 gebrochen. Ja, genau. So, ne? Und dementsprechend ist das Niveau da halt einfach gewesen. Ne? Ja, lass gerne nochmal in das Rennen ein bisschen tiefer reingehen. Ja? Also wir hatten es im letzten Podcast schon ein bisschen erwähnt. Wie gerade so die Startphase und so weiter, ne? Also wenn das dann so losgeht, also ich war ja selbst aufgeregt und weil irgendwie ist es ja dann doch nochmal was anderes als jetzt so ein Lauf, ich sag mal jetzt Berlin oder so, ne? Sondern das ist ja das Ding schlechthin. Wie war das so, dann halt dort die geballte Weltspitze zu haben, ja? Und dann auf einmal so dann halt loszurennen. Also das würde mich nochmal interessieren, was für ein Gefühl das so. Gefühl. Ja? Ich kann es ein bisschen beschreiben, ja. Ich bin ja am Anfang auch einfach mitgelaufen mal. Das war ja ungefähr das Tempo, was meinem Bestzeittempo entspricht. Das heißt, das tat mir jetzt auf den ersten 5 oder 10 Kilometern nicht groß weh. Aber ich habe auch bei der Hitze gemerkt, dass wenn ich das jetzt durchlaufe, dann komme ich nicht an. So, ne, aber natürlich will man am Anfang auch ein bisschen mitgehen und gucken. Und man weiß ja auch nicht, wie die anderen so drauf sind oder wie es dann geht an dem Tag. Und da war ich halt im Pulk auch mit dabei. Und das war schon cool. Ne? Ich habe halt auch mein Bild dann, wo ich zu sehen bin, sag ich mal, wo vorne Elliot ist, auch Amanal daneben noch ist und so, das hat Spaß gemacht, aber ja, ich bin ja nicht gelaufen, da um jetzt irgendwie nur ein Foto zu kriegen, sondern ich wollte dann natürlich auch am Ende möglichst weit vorne landen und dementsprechend wurde ich dann bei 10 defensiver und spätestens ab 15 habe ich dann wirklich einen bewussten Gang rausgenommen, bin dann die 15-30er Splits auf 5 Kilometer sind dann 16-30 geworden, also eine Minute ungefähr. Und dann habe ich ja nochmal einen Gang rausgenommen, ich glaube bei 30, da wurde es dann so zu 17:20, 17:30, aber es war nie so, dass ich halt dann wirklich komplett eingebrochen bin, natürlich war die zweite Hälfte ein Stück langsamer, aber es ist nicht so, dass du am Ende da mit 4-Minuten-Schnitt rumgeeiert bist, wie viele andere dann, und das ist für mich wichtig gewesen, dass ich halt immer so halbwegs die Kontrolle hatte noch da über das Rennen. Es war schon extrem schwierig da mit den ganzen Verpflegungen und so, ne, also du musstest halt so viel Eis und Wasser aufnehmen, einfach um die Körpertemperatur zu kühlen, weil es ansonsten einfach nicht geht. Also irgendwie hat Kipchoge ja hinbekommen, den habe ich jetzt nicht so oft mit Icepacks hantieren sehen, aber für mich war es halt so, hätte ich ja jetzt nicht jedes Icepack mitgenommen, hätte ich halt einen Hitzschlag bekommen und wäre kollabiert und dementsprechend war ich im Grunde nur damit beschäftigt, halt von einer Eisstation zur nächsten zu laufen, irgendwie diese Kühlcaps immer zu greifen, dann wieder Wasser. Also es war so, dass ich alle 2 Kilometer irgendwas aufgenommen habe. Dann habe ich hinterher auch ein ganz gutes System entwickelt, was funktioniert hat, dass ich mir erst ein Icepack dann immer in den Hosenbund gesteckt habe. Mhm. Und wenn das Icepack so ein bisschen weiter abgetaut ist, konnte ich mir das unter die Mütze stecken und habe das nächste Icepack wieder in den Hosenbund gesteckt. Und so, da hatte ich immer Kühlung am Rücken und am Kopf. Und damit kam ich am besten eigentlich dann zurecht. Aber trotzdem, bis man diese Kühlcaps dann wieder gegriffen hat und bis sie dann wieder richtig eingestellt war, war ich im Grunde nur am Hantieren. Oh, das ist so krass. Habt ihr das vorher noch trainiert oder kann man das gar nicht so exakt und spezifisch trainieren? Ja, wir haben das schon trainiert. Wenn du dir vorstellst, ständig dann irgendwelche Dinger zu packen, also man bräuchte wahrscheinlich auch eine Schulung mit irgendwelchen Ironman-Profis oder Triathleten, die das ja auch permanent machen. Markus, das ist ja vielleicht jetzt auch gesehen in Frankfurt, aber ja. Es ist einfach eine Fertigkeit, ne? Auch am Ende. Ja, nur muss halt sagen, ich habe im Vorfeld auch oft genug nachgefragt, wie sieht das aus mit Kühlcaps und Equipment und so weiter. Und am Ende hätte sich Tonua nicht nochmal eingeschaltet, hätten wir gar nichts gehabt. Und so hatten wir jetzt ein paar Caps gehabt. Es waren aber auch keine Kühlcaps, es waren einfach ganz normale Caps. Und da musste sich halt die Mutter von dem Hotelmanager irgendeine
uralte japanische Oma da hinsetzen und dann die so umnähen, dass man da Eis reintun konnte, ne? Dass da so eine Art Sack dann drin war. Oh Gott. Ey, Ja, aber. war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war uns halt schon irgendwie unangenehm, ne? Die haben auch gedacht, das ist ja schon jetzt nicht besonders professionell, aber so war es dann halt, ne? Also wir hatten auch nicht für uns alle Läufer genug. Also hätte jeder von den Marathonläufern jetzt eine Cap gewollt an jeder Station, das wäre gar nicht aufgegangen, so, ne? Und ja, Oh Gott. also wie gesagt, ich habe mich da schon gedacht, ja, wieso werde ich dann abgespeist, wenn ich jetzt im Vorfeld mich darum kümmern will und halt auch Leute ins Spiel bringen, die sich da wirklich mit auskennen. Dann wurde gesagt, nee, ist alles organisiert und passt schon. Ja, und dann ist am Ende halt dann doch nicht besonders viel da. So, ne? Also man hätte sich mal weil worauf hinaus will, man hätte sich natürlich viel rumhantieren sparen können, wahrscheinlich. Ja, was wieder Energie kostet, ist Und ja so, ne? Alles. ja, und ich, so, weißt du, dann kriegst du die Cap nicht auf den Kopf, dann passt das Eis, ist zu viel Eis drin, dann kriegst du die nicht aufgesetzt. So, was machst du dann so, ne, während du im Wettkampf bist? Ja, da habe ich natürlich schon wahrscheinlich auch eine ganze Menge Zeit immer verloren. Aber andererseits hätte ich es nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich nicht durchgekommen. Deswegen ist es halt so, wie es ist. Aber ich weiß jetzt Richtung, auch Richtung München nächstes Jahr, wo es ja auch wieder heiß werden kann bei der Europameisterschaft, weiß ich, was funktioniert und was nicht. Und werde mich dann da nicht mal auf andere oder also auf irgendwelche Funktionäre verlassen, sondern werde da meine eigenen Sachen mir im Vorfeld schon zurecht basteln. So, Oh ne? Und, je. aber wir haben halt erst angefangen, da wirklich Socken so ein bisschen abzuschneiden und die Okay. Socken mit Sicherheitsnadeln in der Cap zu befestigen und da dann halt Eis reinzutun. So, das ist halt komplett. Ganz ehrlich, das ist halt unprofessionell, aber was sollten wir denn sonst? Hatten wir keine andere Möglichkeit, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Habe ich mich schon ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also immerhin waren da zumindest dann für mich jetzt genug Caps da und dann haben wir da jetzt einen Weg gefunden, wie es ging. Aber Ja. komplett effizient war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wenn Aber man wie sowas gesagt, hört, ich weiß nicht, also wir hatten es ja schon mal vor ein paar Wochen auch im Podcast, habe ich das mal angesprochen, wie das Kühlsystem bei euch aussieht, ne? Läuft ihr dann wieder mit den Mützen rum wie in Doha oder wie sieht's aus, ja? Und es ist ja auch eine ganz logische Sache. Und jetzt kommen raus zerschnittene Socken, die man sich irgendwie mit einer Sicherheitsnadel an die Mütze pappt. Also geil, unfassbar. ja, war schon, also ich habe ja gedacht, ich kriege da jetzt Kühlcaps, wo das halt passt, aber dann waren es halt ganz normale. Ja, da hat sich da die Oma noch erbarmt und das gemacht, aber das war schon, ja, das war nicht ganz optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, wie gesagt, das Rennen selber, das war halt dann wirklich ein reiner Kampf. So, ne? Also ab 15 Kilometer habe ich halt schon gemerkt, boah, das ist jetzt schon verdammt früh, verdammt zäh und das wird ein sehr, sehr langer Weg da jetzt ins Ziel und ja, hab's aber dann ja eigentlich ganz gut hinbekommen. Also ich erinnere mich noch an Köln-Marathon 2019. Da ging es mir auch hinterher noch deutlich schlechter als jetzt. Und da bin ich ja dann wirklich auch so geplatzt, dass es dann 4 Minuten, 4 Minuten 10 war auf dem Kilometer am Ende. Das war mir jetzt erspart. Das Langsamste war, glaube ich, irgendwie 3:30 auf dem Kilometer. Nur dafür halt insgesamt halt einfach ein ganzes Stück langsamer wegen der Hitze. Aber bin, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Habe immer weiter Leute eingesammelt auch. Also mich dann Stück für Stück vorgearbeitet im Feld. Gerade auf den letzten 10 Kilometern noch mal einiges gut gemacht. Und ja, es war nicht ganz einfach, weil du halt schon bei 25 Kilometer die wirklich die ersten Leute da an der Strecke hast liegen sehen, die dann da von Sanitätern bearbeitet wurden. Und ich dachte halt immer, ja, geil, ich muss halt noch 17, sondern und die ersten liegen hier schon. Das war schon einfach nicht einfach. Aber bei den Frauen am Tag davor war es, glaube ich, sogar noch mal ein paar Grad wärmer. Die durften natürlich noch ein bisschen früher starten, aber auch die Geher, so, das waren für alle einfach schwierige Bedingungen und jeder muss das Beste daraus machen. Und wie gesagt, ich habe für mich das Beste, glaube ich, daraus gemacht. Bin 50. geworden, war 75. in meiner Bestzeit. Da bin ich halt einfach jetzt erstmal zufrieden und werde jetzt weiterarbeiten, dass ich dann irgendwann hoffentlich nicht mehr 75. in meiner Bestzeit bin, sondern dann, weiß ich nicht, 30., 20., 10. und dann irgendwann möglichst weit vorne bin. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Das hat mich auch interessiert, wie du jetzt aus so einem Wettkampf rausgehst, der ja wirklich nicht einfach war vom Kopf, aber das, was du ja schon gesagt hast, du freust dich auf Paris oder du freust dich nächstes Jahr auf München. Ja, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass du da jetzt durch die Olympischen Spiele, wie viele andere ja auch schon gesagt haben, von den Athleten habe ich gehört, dass es einfach enorm motiviert, jetzt weiter zu trainieren. Jetzt auch wieder, wenn es Herbst und Winter wird, wenn es dann dunkel ist beim Laufen teilweise, dass man da einfach eine richtige Motivation daraus gewinnt. Definitiv. Vor allem, weil die EM ja im eigenen Land ist. Und 2018 war es ja auch schon so, da bin ich auf den letzten Meter da gescheitert wegen der Verletzung. Das heißt, ich habe schon Bock, da jetzt im eigenen Land auch wieder gut zu performen. Wir haben ein super Team wahrscheinlich. Also ich muss natürlich erstmal in das Team reinkommen. Das ist mittlerweile ja auch schwer genug geworden bei dem Niveau in Deutschland.
Aber wenn das Team dann erstmal steht, wird es definitiv ein ziemlich gutes sein, was auch Medaillenchancen hat mit der Mannschaft. Und auch im Einzel, ja, wenn du jetzt mal rausrechnest, wer da nicht Europäer war vor uns, dann sind wir gar nicht mehr so schlecht. Und wenn du dann noch ausrechnest, vielleicht wer eingebürgert ist und eigentlich Afrikaner ist, dann weiß man, wo man ungefähr ist in Europa. Und das ist natürlich schon motivierend, ne? Muss ich schon sagen. Und ja, freue ich mich sehr darauf, dass wir da wieder ja, so einen coolen Wettkampf vor der Brust haben. Ich werde jetzt erstmal daran arbeiten, da die Quali zu schaffen. Wie gesagt, das ist eine große Herausforderung geworden. Es gibt ja auch schon viele Leute, die jetzt dann schon aus diesem Jahr noch die Zeiten haben, die auch dann schon gelten. Und da wird man halt auch wieder in diese Bereiche reinlaufen müssen, 2.10, 2.11, um da hinzukommen, ne? Und das ist natürlich dann schon alles andere als ein Selbstläufer. Und dementsprechend ja, werde ich jetzt nach meiner Saisonpause, die ich jetzt auch wirklich brauche, dann wieder anfangen und dann hoffentlich wieder in eine Form kommen, wo ich selber auch dann vielleicht auch die 2.10 endlich mal brechen kann. So, das ist für mich jetzt der nächste Schritt. Mich interessiert mal noch, was sagst du zu Kipchoge und was sagst du zu Konert, der ja auch viel in Kenia ist und mit dem du ja auch schon in Dresden und so weiter mitgelaufen bist, der ja auch sensationell Zehnter geworden ist, ja. Also riesen, riesen Rennen gemacht, aber das würde mich nochmal interessieren, was du zu den Ja, beiden mal explizit sagst. Kohn war jetzt in der Vorbereitung auch schon öfter mal mein Trainingspartner, also haben wir auch einiges zusammen gemacht. Und auch in Dresden waren wir jetzt relativ auf Augenhöhe sogar im Halbmarathon. Ist jemand, an dem ich mich orientiere, der ist ein ausgesprochener Meisterschaftsläufer, ne? Ist auch 2:07 Bestzeit, also schon absolut das, was Europa, also Top-Niveau in Europa, ist Europameister amtierender in der Marathon. Aber das ist jemand, mit dem kann ich mich ganz gut identifizieren. So, das ist halt wirklich ein Europäer, also ist nicht irgendwie aus Afrika und hat jetzt einen deutschen oder einen europäischen Pass. Und das motiviert mich halt so, ne? Der hat irgendwie auch meine Statur und irgendwie ist das jemand so, wo ich sage, warum sollte ich das nicht auch können, was er kann? So, ne? Und ja, auf jeden Fall, also ist eine große Motivationsquelle für mich. Und er, genauso wie jetzt eben auch der Franzose Navarro, der Zwölfter geworden ist, so, das sind Leute, die zeigen, man kann es eben auch als wirklich als ohne jetzt rassistisch irgendwie zu sein, als weißer Europäer, der jetzt irgendwie auch in Europa aufgewachsen und hier groß geworden ist und so, geht es halt auch in die Top Ten. So, und das finde ich cool. Und deswegen orientiere ich mich an den Leuten auch. Und ja, klar, Kipchoge ist natürlich immer noch das Maß der Dinge. Es ist schon verblüffend, wie locker der da, wie ich dann auch durchkomme, auch mit diesen Temperaturen so. Und das hat man ihm halt wirklich kaum angemerkt. Ist krass. Ja, Würde mich ich sehr finde das auch. interessieren, wie er das macht. Und ich würde auch gerne davon lernen, irgendwie so, aber natürlich kommt man da jetzt nicht so groß ran. Aber ist mir halt aufgefallen, dass er da jetzt nicht wie ich jedes Getränk und jedes Eis aufgenommen hat und trotzdem irgendwie durchkam. Und ich habe halt gedacht, hätte ich jetzt nicht jedes Eis und jedes Getränk bekommen, wäre es für mich sehr, sehr schwierig geworden, da durchzukommen. Und ja, finde ich ein Phänomen. Also da hat jeder halt dann vielleicht nochmal andere Voraussetzungen, aber ist auf jeden Fall auch inspirierend, das so zu sehen. Aber wie für ich identifiziere mich dann wirklich mehr mit solchen Leuten wie Cohn. Ja, die halt irgendwie aus meinem Umfeld kommen, auch in meiner Lebensrealität irgendwie aufgewachsen sind. So, ne? Und ja, das ist ja schon dann irgendwie was anderes, wenn du in Kenia aufwächst, irgendwie jeden Tag barfuß zur Schule rennen musst, weil du es halt einfach musst. Oder wenn du hier, wie ich jetzt in Deutschland aufwachse, irgendwie auch ein Studium noch mache. Ich bin auch zur Schule gerannt, öfter mal morgens, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich halt Bock drauf hatte. Aber es ist halt eben eine andere Realität und so. Und deswegen Ja, verstehe. verfolge ich dann solche Wege verfolge ich dann eigentlich noch interessierter, weil ich mich da einfach ein bisschen mehr mit identifizieren kann. Und ja, wie gesagt, Cohn ist für mich eins der Vorbilder, die ich so habe. Ja. Nee, verständlich. Ja, wir hatten ja auch schon was zu Kipchoge gesagt, das ist halt ein Typ. Also, es wäre die erste Hälfte irgendwie spazieren gewesen, ne? Mit einer 65, 30 oder was da die Durchgangszeit war. Und dann läuft da halt nochmal eine 63 irgendwas drauf, ne? So. Naja, und wie gesagt, ich weiß halt, wie die Bedingungen waren. Es war halt einfach, das ist halt eine Leistung, die entspricht halt ungefähr auch wieder in der 201 unter normalen Bedingungen oder noch mehr. Ja. Schon Wahnsinn. Also, wie locker halt, ne? Auch der dann die anderen da wegdrückt, die Zweiter, Dritter, Vierter geworden sind. Oder auch ein Galen Wapso, so, ne? Der da auch dabei noch Ja, ist. der sah Oder ja hier auch dieser total Super. stark aus, ne? Ja. Also war ja auch vorschnell, war immer so an dritter Position und hat schon so von der ganzen Körpersprache gezeigt, ich will heute hier wieder um die Medaillen definitiv wieder mitkämpfen. Klar war er auch, und dann musste er auch irgendwie letzten 5 oder 7, ne? Dann weiß gar nicht, irgendwie so Ja, abreißen oder lassen. auch hier so ein Suguru Osako, ne, der Japaner, der Sechster geworden ist. Genau. Da habe ich auch ein bisschen mitbekommen, was der trainiert, weil der in Flexiv trainiert hat. Und da war ja mein Freund hier, Dominik Fabinowski.
auf Ort und der hat das dann immer beobachtet und hat gesagt, das ist unfassbar, was der da abfackelt und wie der läuft. Und so einer hat dann trotzdem nicht den Hauch einer Chance gegen Kipchoge, obwohl der da halt auch eine mega Performance hatte, ne, mit was ist jetzt 2:10 oder was er gerannt. So, das ist halt unfassbar bei dem Wetter. Und ja, ist dann schon nochmal eine Ausnahmestellung einfach, die er dann noch hat. Ja. Ja, und gerade auch die anderen Japaner, ne? Da warst du ja dann so ein bisschen in der Gesellschaft. Die auch so 2:07 Läufe, Nakamura oder so. Und da gab es noch einen. Wie ist der nochmal? Ah, habe ich jetzt nicht. Ja, Nakamura. Die ja auch unglaublich eingegangen sind, ja. Und deutlich andere Zeiten hatten. Also da hat es irgendwie nicht ganz so hingehauen, ne? Mit der Hitze oder irgendwie, weiß nicht, Erwartungshaltung. Zu groß, Ja, also Druck, weiß nicht, da ne? waren viele, viele Leute, sag ich mal, jetzt auch die ich dann auch wirklich so überholen konnte oder auch hinter mir waren, Na, oder wo ich Cameron gesagt habe, Lattins, boah, ne? Der auch in Österreich gelaufen ist. mega, ja. Ja, Ja, auch einer so, habe ich gesagt, da kann ich mich noch daran erinnern, wie ich ihn überholt habe und da habe ich gesagt, boah, geil, so, ne? Das ist jetzt jemand, der ist eine 27 tief auf 10 gelaufen, so war im Oregon Project und so, den überholst du jetzt und sammelst den ein, so, ist schon geil, so, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wie ich schon seit Jahren da in der Weltspitze mitmische oder so und das war da auch für mich was Besonderes. Oder auch die, ja, ne, als ich mit den Japanern habe ich sogar ein ganzes Stück zusammen auch zurückgelegt. Aber ich habe gesagt, wenn du jetzt in Japan in das Team reinkommst, dann kannst du jetzt auch nicht so schlecht sein. Ne? Ja, allerdings. So, deswegen dachte ich, ja, das ist, ne, ich bin natürlich jetzt weit weg von den Zeiten, die ich normal renne oder du rennst jetzt hier 3:20er Schnitt statt 3:05. Aber du sammelst solche Leute gerade ein, dann kann es alles so schlecht nicht sein. Sondern das hat mich motiviert und so habe ich mich dann da durchgekämpft bis zum Ende. Also viele Leute habe ich auch wiedererkannt, mit denen ich in Sevilla gelaufen bin. Letztes Jahr, wo ich die Quali hatte, die dann am Ende auch ein Stück noch vor mir waren. So. Und so hat man sich dann da in dem Feld nach vorn gearbeitet und so habe ich es ja auch im Vorfeld schon formuliert. Jeden, den ich da einsammle, ist für mich ein kleiner Gewinn, kleiner Triumph und von denen hatte ich dann jetzt halt einige und Ja. das war schön. Also Ja. ich glaube, da haben uns alle ganz würdig präsentiert, auch die anderen beiden Deutschen. Ja. Ja, um vielleicht auf Richard und Amanal zu kommen. Mit Amanal bist du ja auch noch enger in Kontakt. Ihr habt ja auch den gleichen Trainer mit Tono Kirschbaum. Weißt du, was so seine Einstellung zu dem Rennen vorab war oder was Tono zu ihm gesagt hat, was er an dem Tag dann machen soll, wie er angehen soll? Ja, es war sicherlich nicht jetzt geplant, dass er da direkt mit Kipchoge die ganze Zeit mitballert, aber das ist halt Amanal. Der hat halt, ist ja auch eine geile Mentalität, wenn du halt sagst, ich renne da jetzt mit und guck einfach. Ist doch viel cooler, als wenn du halt defensiv angehst und am Ende dann, ja, da vielleicht, am Ende vielleicht ein paar Sekunden schneller bist, aber nie die Chance hattest, auch irgendwie vorne mitzumischen. Und da du siehst halt, wo Amanal seinen Anspruch sieht. Und lass ihn halt mal nicht jetzt da im Mai oder so, wann das war, da stürzen und dann da ein paar Wochen Training verlieren, sondern dann ist das ja auch nicht ganz unrealistisch, dass er dann nochmal ein ganzes Stück vorne ist oder so. Ne, warum soll er jetzt 20 Plätze lang oder hinter dem Navarro sein, obwohl er eine Bestzeit hat, die deutlich schneller ist? Sondern Ja. das ist halt das, was ihn ja auch auszeichnet. Der ist ja den deutschen Rekord auch nicht gerannt, weil er jetzt sagte, ja, ich bin jetzt mal vorsichtig und guck mal, sondern der ist halt in einer viel zu schnellen Gruppe gewesen, hat aber gesagt, ist mir jetzt egal, ich renne da jetzt mit und guck. Und wenn er dann durchkommt, dann kommt halt was Geiles bei raus. Und wenn er dann nicht durchkommt, dann finde ich es aber nicht okay, dass dann viele sagen, ah, ist er hinter einer Erwartung zurückgeblieben. So, das ist halt eine Mentalität, die ich schätze und bewundere, so, dass er da, wie ich dann auch den Mumm hat, da Schulter an Schulter mit Kipchoge 25 Kilometer zu rennen, obwohl halt die Vorbereitung jetzt nicht optimal war. Ne? Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt da am Ende irgendwie gegangen ist, sondern ist er ja immer noch da 30. geworden in so einem Feld. Also ich glaube, das ist schon alles ganz in Ordnung gewesen. Ja, das sehe ich auch Und was sagst du? genauso. Also das hat mir auch richtig gefallen, wie er da gelaufen ist. Ich hatte bei Richard ein bisschen das Gefühl, das hat er glaube ich auch danach gesagt, er wollte eigentlich vorne mitlaufen, aber er konnte nicht. Da hing er immer so am seidenen Faden ein bisschen. Der hat sich auch am Anfang gar nicht so gut gefühlt. Aber ich fand insgesamt auch jetzt bei euch Jungs, aber auch bei den Frauen, die Teams, das war einfach richtig genial anzuschauen und alle haben alles gegeben. Und jeder hat eigentlich ja, eine gute Performance an den Tag gelegt. Es gab auch gar keine Ausfälle. Wenn man überlegt, wie viele ausgestiegen sind, wie viele hinten raus ja fast gegangen sind, das war jetzt im deutschen Team überhaupt nicht. Also es war schon, oder Alex, war echt überzeugend. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, ne? Da hat auch die Vorbereitung und so weiter definitiv gestimmt. Ja? Also, ich habe das ja auch mal ein bisschen mitbekommen und Hendrik, wir machen ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten den Podcast. Also, da war schon das,
kann man schon so sagen, dass ihr auf dem Punkt relativ, also sehr gut getroffen habt, oder? Also ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, das hätte noch das eine oder andere besser machen können. Also so aus der Ferne, ihr wart schon topfit, ja. Also, ja. Es war halt im Rahmen. Tempo hatte alles gehabt, ja. Ja, also ich war sicherlich in der Form von 209 bei normalen Bedingungen mit einem gepaceten Rennen. Deswegen, das war schon in Ordnung. Bis wir nach Japan geflogen sind, lief auch alles ziemlich gut. In Japan nicht unbedingt. Also ich bin da so richtig irgendwie nicht angekommen. Ich habe mich da einfach auch nicht wohl gefühlt, da auch mit den ganzen Auflagen und die Hitze, und ich habe den Jetlag nicht in den Griff bekommen. Da war vielleicht noch ein bisschen mehr im Nachhinein dann rauszuholen. Mhm. Auch natürlich dann mit dem ganzen Rumgehampel da mit dem Eis und Wasser wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber so, da können wir echt zufrieden mit sein mit der Leistung und wollen es beim nächsten Mal dann nochmal besser machen. So funktioniert es ja. Ja. Und weil wir schon immer mal den Franzosen Navajo gesagt hat, was sagst du den anderen? Da warst du jetzt immer groß in den Medien, was Abdoumi betrifft, den Abräumer, wenn man den mal so taufen möchte. Also nicht sportlich gesehen der Abräumer, sondern eher der das Wasser von der Bank abräumt oder vom Tisch. Ja, war ich jetzt natürlich in den Medien ziemlich präsent. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie RTL angerufen habe und denen gesagt habe, hier, ich möchte jetzt hier was zum Anduni sagen, sondern ja, das läuft dann in der Praxis so, dann kommt ein Redakteur auf dich zu und sagt dann, ja, das wurde hier bei uns so ein bisschen diskutiert, war das bei euch auch ein Thema, was sind deine Meinung dazu? Und dann tust du die kund und dann siehst du halt am nächsten Tag da in den Medien, deutscher Marathon läuft verteilt aus. Ne? Und dann ist er halt so ein bisschen so im Bild-Zeitungsstil und ja, jetzt redet Pfeiffer, redet Klartext und so weiter, ne? Dann wird das ein bisschen zugespitzt und dann kommt die FAZ, übernimmt das halt, dann steht das auf einmal in Frankreich, in französischen Seiten und bei Eurosport in Englisch, was weiß ich so, ne? Dann schlägt das halt hohe Wellen, so funktionieren Medien, ich studiere es ja auch, ich weiß ja auch, wie es läuft. Ja. Und am Ende kann ich halt immer noch sagen, ich bin da jetzt nicht abgedruckt mit irgendwas, zu dem ich nicht stehe. Also ich fand das schon nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer das Video kennt, wir können das ja hier auch im Podcast verlinken, da kann man sich's angucken. So kannst du halt einfach nicht agieren, das ist einfach unsportlich. Und gerade bei Olympia, wo es ja wirklich auch nochmal ein bisschen mehr geht als nur im Wettkampf, sondern auch um gewisse Werte, kannst du es halt einfach nicht machen. Oder also auch dann das Argument, war keine Absicht, was ich jetzt eben nicht abnehme, aber es mir jetzt auch, selbst wenn es stimmt, dann ist es halt einfach trotzdem nicht in Ordnung. Also bester Vergleich ist halt im Fußball, ne? Sag ich mal, du grätschst jetzt jemanden brutal um, weil du dich einfach verschätzt hast, gehst ihm von hinten in die Beine, so, dann sagt der Schiedsrichter ja auch nicht, ah ja, okay, war keine Absicht, dann kriegst du keine Karte. Ne? Dann, das ist halt einfach so, du musst dann auch irgendwie zu deinen Handlungen stehen und das fand ich halt einfach nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass mir es jetzt so eine Herzensangelegenheit war, dass ich da jetzt irgendwie groß den Kontakt zu den Medien gesucht habe, sondern ich wurde halt angesprochen, nach meiner Meinung gefragt, die habe ich kundgetan. Und natürlich handelt es sich da um eine gewisse Reizfigur, ne, bei der Person. Ne, wer jetzt die Hajo Seppel-Doku sich mal angeschaut hat, der weiß, was ich meine. Ne? Also ist jetzt auch kein ganz unbeschriebenes Blatt, was so andere Methoden angeht. Ne, also wenn ich den da in Kenia öfter auch mal gesehen habe, im Hotel, im Careview, dann bin ich da nicht hingegangen, um dir die Hand zu schütteln, weil es wirklich eine Person ist, die ich aus gutem Grund meide. Aber jetzt ging es ja in dem Fall wirklich um diese Abräumaktion und da stehe ich auch zu meiner Meinung. Ja. Wie gesagt, auch wenn das jetzt medial da irgendwie sehr präsent geworden ist, was jetzt aus meiner Sicht jetzt auch nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Gab es dann danach irgendwelche Anrufe oder so, wo dann gesagt wurde, Mensch, Hendrik, was hast du denn hier schon wieder gemacht? Oder wie lief das dann? Wie läuft dann sowas? Nee, diese Morddrohung oder so, die hat ja nur, glaube ich, das Rechercheteam von Hajo Seppel bekommen. Da bin ich verschont geblieben. Also, ja. Nee, ist jetzt, ne, also ja, das ist für mich jetzt gar nicht so ein großes Thema gewesen. Oder der ganz hohe DLV-Präsident hatte mal angerufen und hat gesagt, Hendrik, jetzt bring uns doch mal nicht hier in Misskredit oder sowas. Wäre ja auch noch aber möglich. Aber nö, das ist ja nicht, das war ja auch gar nicht der Fall. Also ja. Misskredit habe ich da auch niemand gebracht und das ist halt einfach eine, also ne, wir leben ja schon dann auch in einer Gesellschaft, in der man eine freie Meinung hat und absolut. Auch wenn ich jetzt nicht in dieser Gruppe selber war und jetzt nicht direkt betroffen davon war, finde ich schon, dass man da irgendwie doch noch was zu sagen kann, dass das einfach nicht okay war und dann auch sanktioniert werden sollte. So, ne? Weil das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache, so, dass man so auftritt. Und das wirft ja auch ein schlechtes Licht auf den gesamten Sport. So, und dementsprechend habe ich da meine Meinung geäußert. Ne? Aber ja. Muss jetzt auch nicht
also wegen mir muss das jetzt hier nicht so groß aufgehangen werden, wie das dann, ne, du weißt ja, wie Medien funktionieren, die wittern da ein Skandälchen und dann wird das natürlich auch sehr präsent platziert. Aber ja, was an dem Punkt vielleicht trotzdem ein neuer Gedanke ist, ist trotzdem so Sanktionen dann auszusprechen. Ich weiß gar nicht, ob das Regelwerk überhaupt zulässt. Ja? Also, dass man sagen kann, was weiß ich, man kann das auch weitergehen, ne? Jemand schneidet einen oder kreuzt einen, der andere kommt dann dadurch zum Sturz oder sowas. Weiß ich nicht. Ja? Also momentan gibt es ja da gar nichts. Oder jetzt wieder so eine Abräumaktion in den heißen Rennen. Ja, das müsste man nochmal separat klären. Also naja, das Regelwerk habe ich jetzt auch nicht so präsent, aber ja, auf jeden Fall war es jetzt einfach eine überflüssige Sache. Absolut. Die nicht absolut hätte sein müssen. Ja. Markus, du hast mir auch gleich das Video geschickt. Bei euch war es, glaube ich, auch harte Diskussion, ja? Irgendwo in der Gruppe, in einer Trainingsgruppe? Ja, genau. Wir haben das auch in unserer WhatsApp-Gruppe diskutiert und ja, die meisten sehen das schon auch so. Und ich habe es mir auch oft angeschaut, das Video. Und es gibt eigentlich da auch keine, ja, zwei. Natürlich gibt es zwei Meinungen dazu, aber ich finde es schon sehr eindeutig, vor allem, weil er dann auch den letzten Becher greift und die davor alle nicht. Ich weiß noch nicht, was bei so Leuten da im Kopf abgeht. Das erinnert mich auch ein bisschen, das ist zwar eine andere Sache, an diese Kameltreiber-Diskussion beim Radfahren. Glauben die eigentlich, da gibt es keine Kameras? Oder das sieht niemand und die machen das jetzt und es ist Olympia, Leute, ja, da sind Medien da, TV-Kameras überall. Manche Leute mit Smartphones, die das filmen, das bleibt nachher nicht geheim. Und wir haben halt ja den Shitstorm auf Instagram gesehen bei ihm. Ja, zu Recht, würde ich sagen. Mhm. Absolut. Ja, Abdumi, geiler Typ. Abgefahren. Braucht niemand. Genau. Ist so. Also, ist meine Meinung, aber gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, Hendrik, jetzt seit wann bist du wieder zurück eigentlich? Heute ist Montag. Ja, wir sind direkt nach dem Marathon ja dann abgereist und dann bin ich auch, wann war das? Montag, nee, Sonntag schon. Sonntag bin ich schon hier angekommen. Also am Tag danach bin ich dann schon hier angekommen, das ist ja eine Zeitverschiebung. Mhm. Bist du Mitte? Also seit etwas über einer Woche bin ich jetzt hier. Und wie ist es jetzt so, die ersten Tage da wieder jetzt so da zu sein und das große Ding geschafft zu haben? Kannst du das schon irgendwie so ein bisschen in Worte fassen? Oder schon ja, also es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Also ich muss wirklich sagen, und das deckt sich mit dem, was jetzt auch der Philipp Flieger in seinem Podcast gesagt hat vor kurzem, dass nach diesem Erlebnis eine Last abgefallen ist. Und das empfinde ich auch so. Also weil sich irgendwie die letzten Monate oder jetzt auch schon 2 Jahre oder eigentlich schon, hätte ich gesagt, auch schon seit 2016 ja alles darum gedreht hat, dass man mal irgendwann da hinkommen will und dass das dann irgendwie schon so ein Meilenstein ist, den man erreicht haben sollte, wenn die Karriere irgendwie vollendet sein soll. Mhm. Und das habe ich wirklich empfunden, dass da jetzt viel Druck weg ist, weil ich jetzt sagen kann, ich habe nach wie vor immer großen Bock noch auf das Ganze. Aber jetzt habe ich das und selbst wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, kam immer noch, bleibt das halt und man war da und hat es hingeschafft und das ist cool. So, also ich glaube, das wird mir jetzt gut tun bei meinen nächsten Zielen, die ich anstrebe, dass man das einfach schon hat. Ja, ansonsten habe ich jetzt natürlich genossen, zurückzukommen, also vor allem auch zu meiner Freundin zu kommen. Wir haben uns jetzt schon lange dann sehr selten gesehen. Das ist schön. Ja, und ansonsten jetzt einfach auch mal ein bisschen zu genießen, so die nächsten 2-3 Wochen auch noch, wo wir dann auch in Urlaub noch fahren und so, die habe ich jetzt auch nötig, so die brauche ich, weil ich ja im Grunde schon seit der Grundausbildung letztes Jahr, seit ich die Bundeswehr gegangen bin, also seit September, ja nur durchtrainiert habe, abgesehen davon, dass ich halt dann Corona hatte, das war jetzt auch keine Erholung, die 5 Wochen und dann, ja, war es schon sehr anstrengend jetzt, so, wenn man zurückblickt, so die letzten Monate. Deswegen tut mir das jetzt sehr gut. Also ich vermisse das jetzt nicht, dass ich jetzt nicht jeden Tag laufen muss. Also ich laufe sogar jetzt im Moment auch jeden Tag, aber dass ich halt nicht mehr damit Druck laufe und jetzt jeden Tag zweimal und irgendwelche Zeiten hinterher jage, sondern jetzt einfach mal so ein bisschen genießen kann die Zeit und dann kommt das nächste Projekt ja auch schon wieder früh genug. Also ab September geht es dann wahrscheinlich auch schon wieder los. Deswegen ist das jetzt eine wohltuende Phase. Echt, im September geht schon wieder das nächste Aufbautraining los oder erstmal? Ja, so Mitte September sollte man dann schon mal wieder richtig reinkommen. Also ein strukturiertes Training, das muss jetzt noch nicht so intensiv sein wie in Kenia da, aber da sollte dann Struktur wieder da sein. Mhm.
krass. Und macht ihr nochmal so unter euch Wattenscheitern da noch eine kleine Party oder irgendwas oder im Verein, für die jetzt bei Olympia gewesen sind? Habt ihr irgend sowas noch vor? Nö, also erstmal jetzt nicht. Ja, unsere Gruppe ist jetzt auch nicht mehr so groß wie früher. Es ist ja im Grunde dann noch Nils da, so ein paar andere, Jan Hense, der jetzt so ein bisschen lose da noch mittrainiert. Mhm. Ja, und sonst ist es Amanal und Tom. Und ja, im Grunde ist Tonio ja auch dann jetzt schon eher ein Rentner. So, ne? Also so wir sind da jetzt ja alle immer recht viel auch in der Weltgeschichte unterwegs, ne? Also gar nicht mehr so gebunden an den Ort. Mhm. Weil ich habe jetzt vier Monate dieses Jahr in Kenia verbracht, so, und trainiere natürlich auch eine ganze Menge hier in Köln jetzt, bei meiner Freundin, weil ich da öfter bin. So, also wir sind halt viel unterwegs einfach. So, und dementsprechend sind wir jetzt gar nicht so fokussiert auf den Stützpunkt, wo wir sonst ja immer sonst das meiste machen. Ja. Aber Tonio wird noch Trainingspläne und so weiter schreiben. Ja, wir verhandeln immer weiter. Also wir versuchen natürlich immer wieder zu überzeugen, weiterzumachen. Also bis 22 macht er jetzt, bis zur EM. Ja, na gut, das muss er schon. Ja. Und dann werden wir es weiter versuchen. Den wollen wir nicht verlieren, dann den Ruhestand. Was gibt es noch Bestechendes? Schokolade oder hat er irgendwo Schwächen? Erfolg. Erfolg, ja? Bei Erfolg wird er schwach, das heißt, das liegt an uns. Ja, das ist natürlich das clevere Schachzug. Also vielleicht, dann müsst ihr auch reinkommen. Nee, also, ja. Nein, aber wir wollen ja gar nicht unter Druck setzen, aber am Ende setzen wir darauf, dass es dann doch nicht sein lassen kann. Ja. Ja, na klar, ich meine, er war jetzt auch, glaube ich, in Kenia ja mit gewesen, ne, denn, bei dem letzten Turn. Ja, der war jetzt viel mit uns ja auch unterwegs. Ne? Also in Kenia 2 Wochen, dann das ganze Gereise nach Herxheim noch und dann nach Japan auch noch. Ja, also, aber so handelt keiner, der keinen Bock mehr hat, ne? Ja, wollte ich auch sagen, also das ist schon auch cool, der ist da schon voll dabei, ja. Ja, das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen, so. Also das ist ja schon ein Macher auch dann des Erfolgs. Ja, ja, solche Leute brauchst du auf jeden Fall, ne? Und das Erfolg gibt dir ja auch irgendwie recht, also das steht ja auch mit dazu, ja. Naja, und dann EM, ja, das geht ja nahtlos weiter. Also das eine ist ein Haken dran, ein richtig fetter, großer Haken. Und ja, dann kommen ja schon wieder die Zyklen, ja. Also Kenia ist, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal wieder, oder steht auf dem Programm, ja. Ja, will ich schon. Also ist halt einfach nötig, wenn man jetzt auf dem Niveau mitmischen will. Aber so genau ist es noch nicht geplant, steht jetzt auch noch nicht fest, wo ich dann jetzt auch noch starten werde. Ich will schon dieses Jahr nochmal, um auch dann eine gute Zeit irgendwie hinzukriegen. So viele Chancen haben wir jetzt auch nicht für die Quali. Weil ich habe auch gehört, dass nächstes Jahr das dann ja schon alles ein bisschen früher, also was ich auch gut finde, dass Quali-Fenster sich ein bisschen früher schließt als in diesem Zyklus mit Olympia, wo es ja noch viel zu nah ranging mit Juni, bis Anfang Juni. Ja, ja. Dass man sich auch noch qualifizieren konnte. Das ist besser jetzt, glaube ich, gelöst beim nächsten Mal. Aber dementsprechend muss man ja auch dann schon vorher was anbieten. Und ich habe ja im Moment jetzt erstmal nichts stehen. So, ne? Also Olympia war vielleicht ein guter Wettkampf, aber es war eben durch die Bedingungen dann keine Zeit. Und am Ende zählt ja immer die Zeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, bin ich ja in der Bringschuld jetzt. Anders als jetzt vielleicht der eine oder andere, der schon dieses Jahr dann nochmal einen erwischt hat, einen guten Marathon. Also, deswegen will ich jetzt auch nicht zu lange mich irgendwie die Füße hochlegen, sondern stehe da ja auch unter einem gewissen Druck, dass ich da erstmal in das Team reinkomme. Aber krass, also du fühlst dich jetzt auch die ganze Vorbereitung, das Gereise, du bist jetzt irgendwie nicht irgendwie so leer mental und so weiter, wo du sagst, ich muss jetzt erstmal. Aber körperlich krass, bin ich müde, brauche auch den Urlaub jetzt, aber das ist dann, wenn ich, also ne, dann ist auch der richtige Moment gekommen, wieder anzufangen, und ja, das ist auch gut, also ich mache es ja auch gerne alles. Finde ich krass, also ja, manchmal ist man ja ein bisschen im Loch, aber finde ich erstaunlich, cool. Wir haben noch ein kleines Thema. Markus, du guckst ja immer mal noch abseits, ne? Was machst du da Nachwuchs und so weiter? Jetzt war am Wochenende. Nee, Markus, ich gebe dir das Wort einfach. Mit den Zeiten hier von, ach, ich habe schon wieder den Namen vergessen, alles. Feldenschneider. Ja, es war so ein Meeting noch in Belgien. Und ja, ich war da. Du warst da. Du warst dort? Ja. Gut, was sage ich dann überhaupt? Ich würde sagen, geben wir das Wort gleich wieder an Hendrik, oder? Wieso, also wieso warst dein du dort? Kumpel ist ja, dein Kumpel Marius Probst ist ja gelaufen. Stimmt. Genau. Ja, meine Freundin ist auch gelaufen, deswegen bin ich mitgefahren.
Ah, na dann, da kannst du doch besser berichten als wir. Wir ja, genau, Bericht aus mühen uns so Hand. Durch Instagram-Stories und was weiß ich alles. Und du warst einfach dort. Ja, war gut, ne? Also gerade diese 3000 sind mir jetzt in Erinnerung geblieben. Genau. Markt Hotel 57. Das war ja schon geil. Muss man sagen, auch wie es dann gelaufen ist, so ne, hinten raus die ganzen eingesammelt und so. Also finde ich, ist ein ganz interessanter Mann, nicht nur für die 1500, sondern auch, wenn er mal noch mehr Dauerläufe einbaut oder so, auch Richtung 5000. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. 57. Ja. Marius Probst ist ja dann 7,55 gelaufen und Felton Schneider, der ist ja auch noch ein ziemlich junger Athlet, Hindernisläufer. 7,58 war natürlich auch eine richtig starke Zeit. Ja, Christoph Kessler. Ja, und gerade jetzt, ja. Ne, gerade jetzt so im Zeitpunkt, wo ja eigentlich das Große schon durch ist, wenn du das noch anbieten kannst, ist schon cool. Ja. Wie kam es, dass Marius auch 3000 gelaufen ist? No, es stand so drauf. Also, man läuft ja auch mal eine Überdistanz. So, das ist ja jetzt auch nicht aus der Welt. Der war natürlich ein bisschen traurig, dass es jetzt mit Tokio nicht geklappt hat. Ja. Aber hat dann, glaube ich, da viel Energie oder Wut da in Leistung umgemünzt. Ist doch gut gelungen. Ja. Ja, und Marc, ne, ich glaube, dieses Jahr auch nochmal einen echt fetten Sprung gemacht. Ja. Das Haare ab und schon geht es nochmal einen Schritt nach vorn. Ja. Ja, aber Marc Tortell wurde ja auch bei den süddeutschen Meisterschaften wiederum über 1500 geschlagen im Sport von Jens Mergenthaler. Das hat mich dann doch auch, was heißt überrascht jetzt nicht. Ich weiß, dass Jens auch richtig schnell hinten raus ist, aber Marc Tortell muss man erstmal im Sport schlagen. Das war schon krass. Es war 51er damit, Schlussrunde. Ja. Ja, also ach, da warst du, also dort, hast du noch irgendwas noch gesehen? Ja, Christoph war ja gut. Und 1500 hat er auch gut gewonnen da. Hinten war schön gekickt. In 3,40 ist er eigentlich jetzt auch eher noch ein 8er Meterläufer. Ja, auch so, also stark. Schon, das Niveau ist schon wirklich gut. Also nicht nur im Marathon steigt das, das ist ja durch die Bank. Alle, ne, also in Deutschland entwickelt sich das alles in eine gute Richtung. Ja, auch meint hier Kohlberg, ne, auch jetzt irgendwo wieder die 2-0 gelaufen. Also irgendwie, ja, passiert eine Menge. Also gute Zeiten am Start. Ja, kann die EM nächstes Jahr dann kommen? Ja, ich glaube, sowas motiviert halt auch enorm. Ne? So eine EM, wo du dann auch wirklich mal Finalchancen hast und so weiter, Finalteilnahmen. Das ist schon geil. Ja, da kannst du auch was holen. Ich glaube auch nach wie vor bei GESA, wenn die jetzt eine Visitenkarte druckt, da steht wahrscheinlich als erstes die Titel von Europameisterschaften. Das steht weiter oben als 5. Platz bei Olympia. Also nicht, dass es jetzt mehr wert ist, aber in der Außenwahrnehmung bei Leuten, die jetzt nicht so viel mit dem Sport insgesamt zu tun haben, da ist ein Europameistertitel und eine Goldmedaille dann einfach mehr als ein 5. Platz. Die können das dann auch nicht so differenzieren, wie wir Fans oder die das genauer analysieren. Ja. Naja. Gut, und ja, ich habe jetzt gar nichts weiter. Was sagst du noch zu Jonathan Hilbert? Ich meine, ihr habt ja auch schon die Zeit ähnlich verbracht, ne? Und ihr wart ja schon so auch als Team, was dann so Verpflegung und so weiter anging, habt ihr ganz gut harmoniert. Ja, voll cool. Wir kennen das ja schon aus Flagstaff, aus dem Trainingslager. Ja, also das war bestimmt auch nochmal so als Team, die so ein bisschen abseits von Tokio irgendwie agiert hatten und weit weg vom irgendwie olympischen Dorf und so weiter gewesen sind, dann schon nochmal ein geiles Ding, ja? das so dabei ja, zu sein. Ja, schon mega gefreut. Ja. Und hat auch, glaube ich, das ganze Team ganz gut motiviert. Ja, also. So, ne, dass man, ja, also das war schon ein richtig cooles Ding. Das ist, genau. Da sieht man auch, da geht's da passiert was, ne, was wir jetzt schon gerade gesagt hatten. Naja, Hendrik, dann haben wir es doch mal. Schön, dass du, wie gesagt, wieder da bist, dass das geklappt hat. Und dann genieß mal deinen Urlaub. Wo geht's eigentlich hin? Nach Madeira. Ihr fliegt also schon wieder. Ja, endlich mal wieder, ne? Ja, nicht endlich. Ja, naja, aber da wollte ich schon immer mal hin und jetzt ist mal eine Gelegenheit. So viele Gelegenheiten haben wir ja nicht. Und ja, bin ich mal gespannt. Da ein bisschen aktiv, Urlaub. Wir haben ja durch
Als Olympiateilnehmer hat man ja so ein bisschen so einen Bonus bekommen von Airbnb und den setze ich dann da jetzt ein. Ah, das habe ich mich schon immer gefragt, ne? Das hat das IOC irgendwie vor 2, 3 Jahren, die große Partnerschaft, Airbnb und als Sponsor oder was auch immer. Wie sieht denn das aus, das Programm? Kriegst du dann Du 10% bei kriegst ein Land? Gut, du kriegst ein Guthaben. Ach so, okay. Also jeder Teilnehmer kriegt $500 Guthaben, Ja, wow. wenn er das da so sich einträgt. Und dann konntest du dich noch bewerben, wenn du eine interessante Geschichte hast und so. Und dann konntest du noch mal $2.000 kriegen. Und hast du dich beworben mit den... Meine Story war halt fünfmal Quali, fünfmal nicht hin. Aber es hat funktioniert. Jetzt hatte ich ein ganz gutes Guthaben. Also das konnten wir jetzt dafür einsetzen. Ah, und die Geschichte musst du gar nicht, also abseits von Übernachtung oder irgendwas, sondern einfach nur die Geschichte Nee, nee, zur Lücke. da ging es um dich als Sportler, deinen sportlichen Lebensweg, und wenn du halt irgendwie so ein bisschen interessanten Weg hast, motivierenden Weg, konntest du den da schildern und dann konntest du dich da bewerben. Ah, okay. Und da habt ihr jetzt eine große Finca genommen mit allem drum und dran. Mit Pool. Also ist schon schön. Freut Na mich schon gut. drauf. Okay. Und wie lange? 2 Wochen. Ja, cool. Verdientermaßen. Nein. Das genieß mal schön und dann geht es wieder kräftig weiter, ja. Und da freuen wir uns natürlich schon wieder drauf. Und wenn du jetzt noch sagst, siehst du ja noch Marathon, also das klingt ja auch schon wieder so Richtung Dezember irgendwo am Start zu Möglich sein, im ja. Dezember. Schade ist halt, dass die Deutschen, also dass Frankfurt ja abgesagt wurde. Wäre natürlich jetzt gerade nach Olympia interessant, dann als Deutscher auch zu starten. Ja. Aber ja, in Deutschland ist man da offenbar ja ein bisschen passiver als in anderen Ländern, ne? Also, Ja, auch Köln und so, ne? Ich meine, das kennst du auch auch gut. innerhalb von Deutschland ist ja auch super unterschiedlich, ne? Wenn Berlin geht und Köln wird dann wieder ausgebremst. Die Armen da, ne? Die das organisieren, das ist schon schade. Dass das dann immer an einzelnen Köpfen und Behörden von denen abhängt. Und also, na, wie willst du das rational erklären, dass es in Berlin dann mit, was weiß ich, wie viel tausend Leuten geht, in Köln, dann ist es dann nur möglich bei einer Inzidenz im bestimmten Wert, wo gleichzeitig aber gesagt wird, dass die Inzidenzen ja eigentlich gar nicht mehr so ausschlaggebend sind, ne, wenn so Ja, viele das Geimpfte ist. sind. Das ist ja dann irgendwie auch reine Willkür. Und dann hörst du halt, New York findet mit 30.000 statt. Ah, dann tut es mir sehr leid für Frankfurt und Köln, ne? Und für alle, die auch noch erwischt werden. Ja. Ja, anderes Thema, aber es ist schon echt nervig, ne? Aber kann nur hoffen, dass die Leute durchkommen. Und ich glaube auch die großen Marathons, die werden das schon überstehen, aber es ist jetzt auch schon das zweite Mal und das zehrt natürlich an den Nerven und es geht natürlich auch immer wieder an die Ja. Substanz, dass dann doch der eine oder andere Leute, Personal dann mal weggehen muss, weil man die vielleicht doch nicht hält oder auch nicht mehr die Motivation hat. Und das ist dann schon Ja, immer und bitter, ne? die Ja. tun ja auch, sag ich mal, der Impfkampagne damit keinen Gefallen, ne? Also die Naja. Leute, die sich jetzt impfen lassen, so, ich bin ja auch geimpft, wenn ich jetzt sage, oh, ich will einen Marathon rennen, ja toll, wird trotzdem für alle abgesagt. Dadurch erhöhst du jetzt nicht unbedingt die Impfbereitschaft, und die ist ja im Moment das Wichtigste überhaupt, ne? Also Ja. kann ich nicht nachvollziehen, warum man da jetzt wieder. Das so viele Rennen, sind ja nicht nur die beiden Marathons, das ist ja hier Korschenbruch, nur 10 Kilometer, hätten wir auch gern gemacht, die wird gekillt. Es gibt dann wieder ein paar, die dürfen, aber so viele fallen dem zum Opfer, und da finde ich, weiß nicht, warum die Behörden das einfach machen. Ne, da könnte man deutlich mehr Menschen abholen, wenn man da irgendwie ein nachvollziehbares und transparentes Konzept hätte, was nicht von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist. Ja. Naja. Wir werden sehen, was noch so passiert. Ja, bleibt nichts zu sagen. Ein paar kleine Veranstaltungen gibt's. Du wirst bestimmt auch noch mal den einen oder anderen Lauf finden. Und ja. Aber als erstes, wie gesagt, genieß den Urlaub. Ja. Und dann, Danke. den hast du dir verdient. Schlag nicht das ganze Guthaben gleich auf den Kopf. Spar dir noch was für. Oder musst du das noch dieses Jahr ausgeben bei Airbnb? Nee, 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 nee. Okay. Bisschen habe ich noch. Das ist gut. Okay, cool, Hendrik. Dann vielen lieben Dank und dann alles Gute und bis bald, ja? Danke, ciao. Tschüss.